Herzlich willkommen zu Frostpunk. Wir werden das Ganze hier mal anspielen, so würde ich es mal sagen. Ich weiß noch nicht, ob das ein Spiel für mich ist, aber wir schauen mal rein. Gerade bei den Temperaturen könnten wir ja mal eine kleine Abkühlung gebrauchen und deswegen starten wir heute das Spiel. Das Ganze gibt es zurzeit im Epic Store, also könnt ihr da auch das Ganze kostenlos euch zurzeit holen. Los geht's! We roam the still, cold world, no horizon in sight. The rulers of old, stripped with pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. Tides had changed. They changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. Farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward, slowly, step by step. We knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Sehr schön. Bauen? Ich glaube, wir müssen was bauen. Rohstoffe. Sammelstelle. Aus dem nahen Kohlhaufen? Ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Aber muss ja warm sein. Deswegen weiß ich nicht. Ist das so ein Ding hier schon? Ne, ist das ein Lager. So. Aber, ach Gott. Der Generator bringt mir doch so noch nichts, oder? Weil ohne Produktion brauche ich doch keinen Generator schon. Anpassung. Gesetzbuch. Uff. Wirtschaft. Eieiei. Uff. Da ist das. Entschuldigung, das ist gut. So, Kamerasteuerung, ja, gut, das kriege ich hin. Rohstoff und Arbeitskräfte, so. Wir überleben in der Stadt, du brauchst Kohle, ja, das ist schon logisch. Die meisten Leute erfordern, dass Menschen dort arbeiten. Bestimmte Gebäude verwenden nur Ingenieure und andere nur Arbeiter. Sondern also, klicke auf einen Arbeitsplatz und benutze ihn zum Arbeiten. Ach so. Aha. Gut, also wir haben 15 Arbeiter. Nacht? Frost? Ich glaube, wir brauchen einen Generator mal. Dampfstufe 1.
Benötigst Kohle, um diese Dämmung einzuschalten. Plus 1 Temperatur in allen Wärmezonen, 100% Kohleverbrauch. Overdrive. Oh, den können wir auf jeden Fall ordentlich boosten. So, aber ich merke, wir brauchen jetzt ordentlich Kohle. Wo steht denn der aktuelle Verbrauch von dem Ding? Verbrauch. Was? 144 am Tag? Ja, gut. Ah, das ist... 400? Wo kriege ich denn Kohle her? Wenn das hier leer ist, alles, was ich im Loch habe. Na gut. Hier schicken wir auch nochmal ein paar Arbeiter rein, oder? Haben noch 20 Stück. Ja, machen wir es mal so. So, wie lange brennt der? So lange, bis wir keine Kohle mehr haben. Minus 20 Grad. 21 Uhr, uff. Ich hoffe, das geht hier gut, ne? Und aber immer noch mehr Zelte. Wo ist bei Nahrung? Wo ist Nahrung? Da. Essbare Rationen gar keine. Ja gut, ich habe ja was gebaut jetzt. Kann auch gar nichts mehr bauen. Weil Holz fehlt. Hm. Okay, wir müssen auf den nächsten Tag warten. Ah. Ja gut, das wird das Speisehaus als nächstes. Uff. Weil wir haben ja hier und dann können wir hier die Rationen aufbrauchen. Okay. Verstehe langsam. Wie das hier so wird. Man kann ich denn auch Dinge anpflanzen, oder? Ja, ne? Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran, die Leute suchen meist die schnellste Lösung, nicht die beste. Sind jetzt nicht sehen, dann bitte erfüllen. Oh, okay. Was sind jetzt hier wieder los? Sind die alle wieder nur am Rumnörgeln hier? Krankheit und Gesundheitswesen. Einer, warum ist denn der jetzt krank, du kleiner? Okay. Ich brauche Holz. Stahltrümmer. Stahl brauchen wir erstmal noch nicht. Holz. Ich kann auch hier die Ingenieure reinschicken, ne? Dann sollen die da mal schön arbeiten. Dann haben wir 5 Arbeiter für die Gebäude bauen. Ich glaube, das reicht. Fürs Erste. Nur Kohle wird echt gut. Wir haben es aber, das passt. Über Nacht. Jetzt haben wir schon 2 Kranke. Ja, ich kann nichts bauen. 6 die Stunde. Alter, jetzt. Alter, die brauchen ja Jahre, bis sie sich immer auf den Weg machen, die alten Faulsäcke hier. Was war das? Ach, jetzt. Um 8 Uhr. Genau. Können die jetzt. Ah, okay, die Holzkisten hier hinten. Sowohl die als auch die. Okay. Anzahl der Kranken steigt, ja. Wir machen hier alle um eine Seite. Vielleicht können wir mit einer kurzen Sicht konzentrieren. Gesetzbuch öffnen, nicht jetzt. Was ist denn hier? Gesetzbuch. Uff, Alter, was geht denn jetzt? Notfallschicht. Du kannst aber dann jeder zwingen. Die nächste wäre schon. Oh! Brauchen wir das? Es hat, wir haben ja eigentlich gleich genug Holz. Wir lassen das mal. Wir lassen das mal. Gut, aber der Generator, der muss aus. Was passiert, wenn ich jetzt ausmache? Beschweren sich dann alle oder läuft das? Auf, jetzt kann ich bauen. Na also.
Sanitärstation raushauen. Und dann eigentlich, ja, Nahrungsmittel, das Speisehaus für 20 Holz noch. Ah, jetzt gucken wir hier, wie die Kohle hochgeht auf einmal. Weil die haben ja hier ihre kleinen Feuerchen, ne? Komfortabel. Erträglich, Single, krank zu werden. Ach so. Aber sinkt die jetzt? Weil die haben ja eigentlich ihre eigene Feuerstelle. Okay, wir werden sehen. Es baut jetzt natürlich keiner, weil ich ja keine Arbeiter mehr habe. Uff. Aber wartet. So, jetzt mal ein Speisehaus hier hinsetzen. So, jetzt haben wir so das, den Anfang des Ganzen hier. So grob gemacht. So, Kohle muss weiterlaufen. Dann ziehen wir hier jetzt mal, dann lassen wir den voll. So. Und ziehen die hier mal ab. Die Ingenieure. Können doch auch bestimmt bauen, oder? Arbeiter. Ne, können nicht. So, jetzt geht arbeiten. Was? Sumpel, beruhiger Wärme, aber wir sollten das nicht als Session. Stirbt die Stadt. Seit 18 mit den Kohlereserven. Ah, okay. So, Basehaus und beginne mit Mahlzeit. Ja, da bin ich dabei. So, hier wird ja auch gemacht. Irgendwie mal gejagt. Dann ist gleich schon wieder Nacht. Uff, das kann ja was werden hier. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber bis jetzt sieht's gut aus, auch wenn der Generator jetzt gleich komplett kalt ist. Wir werden sehen. So, Sanitärstation wird gebaut. Sehr gut. Ist jetzt hier kälter? Funktionsfähig. Eigentlich nicht, ne? Wo? Das war so lange aus, dass die Wärmestufe auf Null gefallen ist. Alle Wärmezonen sind inaktiv und Gebäude, die sie benötigen, sind außer Betrieb. Ja, aber welche benötigen denn Wärme? Geschlossen zu dieser Tageszeit. Hä? Okay. Hä? Wir haben Nahrungsmittel. Wir haben eine Sanitärstation. Wir sehen, wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurücklassen mussten. Aha. Signalstation. Erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Version wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt und Baupläne. Oh Gott. Werkstatt, Signalposten, Alter, was geht denn jetzt hier alles? Werkstatt. 5 Stahl. Ja gut, ne? So, das brauchen natürlich Ingenieure. Das heißt... So. Hier muss laufen. So, Wärme auf. Wir haben gut Kohle. Da geht auch noch einiges. Und die Krankenstation läuft. So, jetzt haben wir keine Kranken mehr. Wir haben jetzt ein bisschen Lager und können jetzt hier so weitermachen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.